Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem Video. Warte mal. Was ist denn jetzt hier los? So, alles ist cool, Leute. Alles ist cool. Wir testen heute etwas Gruseliges, deshalb das Intro. Wir testen heute, passend zum Film Beetlejuice und zum Halloween, was gerade war, die Fanta in verschiedenen Sorten. Hier ist zum Beispiel Lemon Fanta. Und die testen wir jetzt. Ich habe alle noch nicht getrunken, also die neuen Sorten. Prost. Ja. Ja. Hat tatsächlich gar nicht so viel Kalorien. Nur 19 Kalorien pro 100 Milligramm. Aber schmeckt gut. Schmeckt so leicht nach Zitrone, also das Lemon halt nach Zitrone, und ich finde, das haben die gut getroffen. Nicht zu sauer, leicht süß. Das hier erinnert mich an Iso-Sportgetränk. Ich würde dir eine 8 von 10 geben. Schmeckt. Und als nächstes teste ich etwas, was ich schon kenne, und zwar das Exotic. Ich weiß, wie das schmeckt, aber ich habe es ja trotzdem gekauft wegen hier der Dose und weil ich ja alles testen wollte. Boah, es riecht so süß nach, puh. Ja, da bin ich immer noch kein Fan von. Nee. Nee, also, es schmeckt halt süß. Schmeckt halt ziemlich süß, aber auch fruchtig. Aber irgendwie, es hat so einen leichten Nachgeschmack. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen zu süß, finde ich. Also dieses Getränk. Und das hat auch wieder ein bisschen mehr Kalorien, 26 pro 100 Milliliter. Und ich würde dir nur eine 4 von 10 geben. Man kann es trinken, aber es ist einfach nicht mein Favorite. Ich mochte das noch nie so richtig gerne. Die normale Fanta ist da auf jeden Fall besser und Lemon auch. Jetzt testen wir das blaue hier. Lemon Elderflower. Kennt ihr den Schauspieler? Der hat auch mal bei Spider-Man mitgespielt. Ich mag ihn. So. Das ist auch leicht blau tatsächlich, das Getränk. Also den Geschmack habe ich noch nie getrunken, so, aber... Das Elderflower schmeckt echt so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ich kann diesen Geschmack nicht beschreiben. Es schmeckt so wie so eine Blume riecht gefühlt. Also Elderflower heißt auf Deutsch Holunderblüte, steht hier drauf. Und ja, also Holunder an sich schmeckt, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ich mag ja auch dieses, es gibt ja diese Fassbrause-Holunder, die mag ich sehr gerne. Aber ich würde sagen, es schmeckt echt so ein bisschen blumig, wenn man das Wort übergibt. Also es schmeckt halt, es ist nicht nach, nur nach Lemon, sondern das ist noch so ein intensiver Geschmack, der halt angenehm ist, nicht unangenehm. Und der den ganzen Mund erfüllt, dieser Geschmack. Und sehr intensiv ist. Und ich würde dem echt eine 7 von 10 geben. Das ist gut. Also alles, was mit Lemon ist, mag ich anscheinend, und halt mit der Holunderblüte, wirklich, das ist echt gut. Also Lemon an sich mag ich halt lieber, weil es halt nicht so aufdringlich ist. Aber trotzdem echt, kann man trinken. Wir nehmen jetzt noch hier Mango Drachenfrucht. Habt ihr eigentlich schon mal Mango gegessen? Also ich glaube, nur in so einem fertig abgepackten Salat habe ich den mal gegessen, so einen Obstsalat. Aber sonst Mango an sich habe ich noch nie gekauft. Boah, das riecht auch wieder übel süß. Das riecht echt. Ja, nach Zucker eigentlich. Also nach ziemlicher Süße oder fruchtig, wie auch immer. Ich glaube, das ist die Drachenfrucht, die so krass riecht. Mango riecht, glaube ich, gar nicht so. Boah, ne, auf gar keinen Fall. Boah, ne. Ich nehme da keinen Schluck. Ja. Puh. Also das
überzeugt mich gar nicht. Das ist so aufdringlich, dieser Geschmack. Boah, nee, mag ich überhaupt nicht. Das ist entweder die Drachenfrucht, die ich nicht mag, oder die Mango. Aber eins von beiden, es schmeckt so intensiv, das ist richtig, also das eine ist ja gut, das mit der, gerade mit Holunderblüte war schön intensiv, das konnte man gut trinken, aber das kann ich einfach nicht trinken. Das ist nur eine 1 von 10, das wird gleich leider weggekippt werden, weil es einfach nicht schmeckt. Es tut mir sehr leid, ich werde nicht gerne sowas wegkippen, aber hier, die Schauspielerin ist trotzdem nice. Also das Design ist cool, aber ist überhaupt nicht meins. Aber es muss jeder selber wissen, könnt ihr gerne selber testen. Aber ich, nur eine 1 von 10, ich finde das einfach nur, boah, es schmeckt nicht gut, überhaupt nicht. Ich muss jetzt auch noch kurz Wasser nachtrinken, einen Moment. So, zu guter Letzt, das ist jetzt nicht von der Beetlejuice Edition, das gab es aber so auch. Strawberry Kiwi, also ich mag Erdbeeren sehr gerne und Kiwi, ja, ist nicht so meins eigentlich. Aber bin mal gespannt, wonach es dann mehr schmeckt. Kiwi oder Erdbeer? Also der Geruch ist nach Erdbeer auf jeden Fall. Schmeckt angenehm. Ohne Witz, dieses Kiwi und Erdbeer schmeckt auch so ein bisschen nach Melone, finde ich. Also, ja, irgendwie diese Mischung schmeckt so ein bisschen nach Melone, aber auch nach Erdbeer. Aber irgendwie hat mich das gerade, der erste Geschmack, sofort ist mir ist Melone anstatt Erdbeer irgendwie eingefallen. Ja, also ich würde den tatsächlich sogar auch eine 7 von 10 geben, weil es ist gut, kann man gut trinken, würde ich mir auch nochmal holen. Aber das mit Lemon war am angenehmsten. Das heißt, die beiden teilen sich den Platz 2. Weil die beide gleich gut sind. Und danach kommt halt der hier, den ich nicht so gerne mag. Und das Schlusslicht ist halt das. Also Mango, Drachenfrucht. Empfehle ich euch nicht. Und das ist mein Favorit, Lemon. Sehr erfrischend. Mm. Ich hoffe, die lassen das im Sortiment. Ich würde mir das auch so mal holen. Aber das kann ich auch euch empfehlen. Schmeckt auch gut. Mm. Ja. Genau. Also, die meisten von den Getränken haben ja soweit ganz gut geschmeckt. Zwei davon waren jetzt nicht unbedingt mein Ding. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, also ich bin trotzdem positiv überrascht. Gerade bei Getränken. Ich mag nicht alle Getränke, die es so gibt. Ich bin da sehr wählerisch. Also ich bin froh, wenn ich auch gute Erfahrungen mache, wie mit der Fanta Lemon. Die gab es, glaube ich, auch schon mal vorher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die vorher gab. Ich habe die schon mal gesehen. Ich habe die noch nie probiert, aber ich habe die auf jeden Fall vorher schon mal gesehen. Also ich weiß nicht, ob das alles schon vorher gab oder ob ein paar auch neu hinzugekommen sind. Ich kenne mich mit Fanta jetzt nicht so krass aus. Ich habe früher auch gerne normale Fanta auch einfach mal getrunken. Die gibt es sogar auch in Zero. Aber ich hole mir persönlich eher Cola Zero als Fanta. Aber das Lemon mit Holunderblüte hat mich auch sehr positiv überrascht auf jeden Fall. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut schmeckt. Und auch Strawberry Kiwi ist auch echt gut. Also kann man echt sich gut geben. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Video und mit den Ergebnissen und Erkenntnissen des Videos. Könnt ihr ja gerne mal schreiben in den Kommentaren, was ich als nächstes testen soll. Ihr könnt sehr gerne da meinen Kanal abonnieren und da noch ein weiteres Video von mir schauen, was euch der Algorithmus ausgibt. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Anna, haut rein. Ciao.